Hinter ihm das berühmte Tor von Alcalá. Im neoklassizistischen Stil erbaut, besteht es aus einem einzigen Körper mit 5 Öffnungen. Die 3 zentralen in Form von Bögen und die beiden äußeren rechteckig. Am Ende des 18. Jahrhunderts durch Sabatini erbaut, zum Gedenken an die 20-jährige Regentschaft Karls III., wurde sie zum Haupteingang der Stadt. Es gilt als das eleganteste aller Monumente, die der Monarch errichten ließ. Ein Wettbewerb entschied über die beiden Gesichter, die an jedem Torbogen eingefügt werden sollten. Im oberen Teil jenes, der Eintritt in die Stadt gewährte, findet man eine Serie von Engeln. Sie sind Zeugnis des Kunstgeschmacks des Monarchen, welcher ihre Errichtung anordnete. Das Tor von Alcalá ist eines der großen Symbole Madrids und eins seiner häufigsten Abbilder. Auf dem Paseo del Prado findet man das sogenannte Dreieck der Kunst. Es ist einer der Hauptgründe, weswegen Madrid jedes Jahr so viele Besucher anzieht. Gebildet wird es durch das Museum Reina Sofia, das Thyssen und den Prado, eine der 3 besten Pinakotheken der Welt. Karl III. Beauftragte mit seiner Konstruktion Juan Villanueva, um das Kabinett der Naturkunde unterzubringen, als ein Teil der städtebaulichen Organisierung des Prado de los Jerónimos. Es war Ferdinand VII., der, den anderen Ländern Europas folgend, sich dazu entschloss, den Prado zum Museum der schönen Künste umzufunktionieren, um dem Volk die Kultur näher zu bringen. So wurde zum ersten Mal die Gemäldesammlung der königlichen Familie öffentlich ausgestellt. Diverse Modifikationen im Verlauf der Geschichte, die letzte ist noch im Gange, haben das Museum für neue Zeiten und neue Inkorporationen vorbereitet. 3 Türen führen uns zu den Kunstschätzen. An den Seiten die Puerta de Murillo und die Puerta de Goya. Beide repräsentiert durch figurative Statuen und mit einigen ihrer besten Werke im Inneren des Museums vertreten. Das Gebäude ist eines der schönsten des spanischen Neoklassizismus. Der Wechsel von Stein und Ziegeln gibt dem Gebäude Farbe und seine Vor- und Rücksprünge bewirken in der Fassade einen sehr plastischen Hell-Dunkel-Effekt. Des Weiteren hängen einige der besten Werke solcher Meister wie Hieronymus Bosch, Rubens, Raphael und El Greco in seinen Sälen. Und im Zentrum die Tür, die einen der Genies der Malerei ehrt, Velázquez. Ihm verdankt man das berühmte Bild der Meninas, eins der weltbesten Gemälde. Ein Werk schwieriger Komposition, das meisterhaft in seinem Konzept von Licht und Raum ist. Gewöhnlich neigt man dazu zu denken, dass es sich bei der abgebildeten Situation um einen Besuch der Infantin Margarita beim Künstler handelt, welche sich das Bild, das er gerade malt, anschauen möchte. Eine der Meninas bietet ihm ein Glas Wasser an, um das er vermutlich gebeten hat. Die Könige, die sich im Spiegel reflektieren, außerhalb des Bildes, im Raum des Betrachters sitzend, betreten das Studio, was die Blicke der Anwesenden anzieht und sie außerhalb des Bildes auf uns projizieren lässt, sodass wir in das Werk integriert werden. Goyas 3. Mai 1808, auch bekannt unter den Titeln »Die Erschießungen von Moncloa« oder »Die Erschießungen in den Bergen von Príncipe Pío«, geben die Erschießungen durch die französischen Truppen in Madrid nach dem Aufstand des 2. Mai wieder. Das Licht einer Laterne scheint auf die Gefangenen und lässt die französischen Soldaten im Schatten. Es erhellt den Tod, auf expressionistische Art reflektiert durch den geschickten Pinselstrich Goyas. Die unterschiedlichen Arten, sich mit dem Tod zu konfrontieren, von ängstlicher bis patriotischer, geben auf geniale Weise der Bilderphase Schrecken des Krieges, den Meister verfolgte Form. Das Kunstzentrum Reina Sofia, das der modernen Kunst gewidmet ist, beherbergt Werke spanischer Künstler internationalen Formats, wie Joan Miró, Salvador Dalí oder Pablo Picasso, dessen berühmtestes Werk Guernica den Kunstschatz des Museums darstellt.
Die temporären Ausstellungen in der unteren Etage bringen das Beste der aktuellsten internationalen Kunst in die Stadt. Momentan finden Erweiterungsbauten am Bau statt, deren zukünftige große Säle einmal der Ausstellung von Skulpturen großer Dimensionen dienen sollen. Das dritte der großen Museen ist das Thyssen-Bornemisza, das sich seit 1992 im Palast Villa Hermosa befindet. Innen ist die Sammlung der Familie Thyssen ausgestellt. Von den primitiven italienischen Künstlern bis zu zeitgenössischen wie Liechtenstein oder Edward Hopper. Es besitzt ein Restaurant mit Terrasse für die warmen Sommernächte. Temporäre Ausstellungen großer Maler wie Canaletto sind ein weiterer Anziehungspunkt. Die drei Museen bilden den Grund, weswegen Madrid als die Nummer 1 aller Pinakotheken der Welt angesehen wird. An einer Ecke des Palasts Villa Hermosa befindet sich der Neptunbrunnen, einen Wagen in Form einer Muschel darstellend, der von zwei Seepferden gezogen wird. Über ihm erhebt sich aufrecht und stolz der Gott des Meeres. Diese vollkommen neoklassizistische Arbeit wurde von Pascual de Mena nach einem Entwurf Ventira Rodriguez angefertigt. Neptun befindet sich im Zentrum der elegantesten Hotels Madrids. Auf dem gleichen Platz stehen zwei der luxuriösesten und prestigevollsten Hotels der Stadt. Das Hotel Ritz, welches auf Anweisung Alfons des 13. zur Unterbringung seiner Hochzeitsgäste erbaut wurde, mit seinen 158 Zimmern unterschiedlicher Dekoration. Und das historische Hotel Palace, in dem sich Anfang des Jahrhunderts Kunst und Kultur trafen und welches der erste Ort war, an dem die Frauen ihren Tee ohne Begleitung einnehmen konnten. Gegenüber dem Palace befindet sich der Palacio de las Cortes, Sitz des Abgeordnetenkongress Spaniens. Im neoklassizistischen Stil erbaut, ist es neben dem Königlichen Theater und der Nationalbibliothek eines der bemerkenswertesten Gebäude des 19. Jahrhunderts. Als Bühne des Wechsels der Diktatur zur Demokratie in Spanien erlebte es auch schwierige Momente, wie den Putschversuch des Oberstleutnants Tejero. 6 große korinthische Säulen stützen die schöne Frontfassade mit dem Basrelief von Ponzano. Seine Figuren der klassischen Art repräsentieren Spanien, welches die Konstitution umarmt, umringt von der Justiz, der Wissenschaft oder der Landwirtschaft. Aus eingeschmolzenen Kanonen des Kubakrieges sind die bronzenen Löwen gefertigt, die den Eingang beherrschen. Auch ein Werk Ponzanos. Mit dem Hintergrund der Gedenkfeier zum 400. Jahrestag der Entdeckung Amerikas entwarf man den Platz des Kolumbus. Er markiert den Anfang der Promenade de la Castellana, umringt von Bürogebäuden, in denen sich das finanzielle Leben der Stadt abspielt. Unter den Wasserspielen befindet sich das Kulturzentrum der Comunidad von Madrid. Dem hohen Sockel folgend gelangen wir zur Darstellung des Entdeckers, Christoph Kolumbus. Dieser gesamte neogotische Komplex wurde am 12. Oktober 1892 eingeweiht, in Übereinstimmung mit dem bedeutenden Datum der Entdeckung. Im selben Jahr, ein paar Schritte vom Platz des Kolumbus entfernt, fand die Eröffnung der Nationalbibliothek statt. Anfangs als neoklassizistische Konstruktion gedacht, wurden die Bauarbeiten nach und nach mit figurativen Statuen überladen. Der spektakuläre Giebel mit Allegorien der Kunst ist das Werk des Bildhauers Agustín Querol. Im unteren Teil werden große Persönlichkeiten der spanischen Literatur sitzend dargestellt. So zum Beispiel Alfons der Zehnte, der Weise, Cervantes oder Lope de Vega. Ebenfalls auf der Castellana befindet sich das Fußballstadion Santiago Bernabéu, in dem Real Madrid spielt. Hier können wir das zur besten Mannschaft des Jahrhunderts gewählte Team in großartigen europäischen Begegnungen sehen oder eins der Spiele der spanischen Liga, die als eine der besten im internationalen Maßstab gilt. Im März 2002 feierte der Club 100-jähriges Bestehen. Der Trophäensaal, dessen Besuch gratis ist, gibt einen Eindruck von den bisher geernteten Erfolgen.
Aber die Castellana ist heute der Ort, an dem sich die großen Firmen niederlassen. Zweifellos die Hauptschlagader des Wirtschaftslebens der Hauptstadt, wo sich Villen, Büros und Botschaften aneinanderreihen. Sie war Teil des Erweiterungsplans im 19. Jahrhundert, der vorsah, alle großen Villen des Bürgertums entlang der Promenade zu erbauen. Mitte des letzten Jahrhunderts begann hier die Bebauung durch Hochhäuser, wie wir sie an der Plaza de Asca und in Nuevos Ministerios finden. Wir beenden unseren Rundgang am Ende der Castellana am Europator, zwei geneigten Wolkenkratzern jüngsten Baujahrs, auch Kio-Türme genannt. Die Neigung von 15 Grad der 27 Stockwerke aus Glas und Granit wird durch eine mächtige Vertikalstruktur erreicht, die das Gewicht des Gebäudes auffängt. Seine spezielle Konstruktion spiegelt die moderne Architektur in der Stadt wider. Dieses Werk von John Burgee und Philip Jones ist ein gutes Beispiel für die Bürogebäude, die man derzeit in der Castellana errichtet. Sie sind aber nicht nur funktionell, sondern auch ein Monument, das ein großes Eingangstor von Europa nach Madrid repräsentiert. Der Stadt, die auf ihrem Weg immer unauslöschbare Spuren hinterlassen wird und die in die Zukunft schaut, ohne dabei auch nur ein Minimum ihrer Vergangenheit zu verlieren.